Den Elefantentrick kann man auch quirlige Hunde mal so ein bisschen runterfahren und mal wirklich 90 Grad weise die nur bewegen. Und tatsächlich übe ich hier mit Pepper so ein bisschen Konzentration. Soll ihre Hinterpfoten genau wahrnehmen. Ja. Und merken, wo sie ist. Genau. Gar nicht so einfach. Und sie soll letztendlich lernen, sich zu konzentrieren. Stopp. Ja, super. Jetzt habe ich selber den Fehler gemacht, dass ich den Target-Stick zu weit vorgenommen habe. Warte. Okay. Und dann wollte sie natürlich gut machen. Der Hund soll ruhig werden, sich reduzieren. Machen wir einmal andersrum. Eine Pfote ist noch nicht richtig, muss ich. Jawoll. Und ja, gerade ziehen ein bisschen. Das müssen wir noch mal Kekse holen. Warte. Warte, warte, warte. Hast du super gemacht. Und da seht ihr, wie schwer das für so ein Quirli-Hund ist, das auszuhalten. Hier, machen wir das so. An schon deutlich zu fühlen hinten. Super gut, klasse.